Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mal was ganz Besonderes, denn A, bin ich live und B, gibt es einen neuen Modus. Denn der Modus Frontlinie ist auf dem Sandbox-Server zu spielen und jeder, der Zugang zum Sandbox-Server hat, einfach dafür bewerben, kann diesen Modus spielen. Was ist die Frontlinie? Es gibt zwei Teams, A 30 Mitgliedern, auf einer 9 Kilometer großen Karte und das Ganze ist hier in gewisse Bereiche aufgeteilt. Ihr seht A, B, C, D, E, F. Und diese Bereiche müssen eingenommen werden und am Ende des Tages muss das eine Team hier hinten alles verteidigt haben, beziehungsweise drei, wenn eingenommen worden sind, hat man verloren, beziehungsweise das gegnerische Team in dem Fall gewonnen. Oder wenn ihr es schafft, dann habt ihr natürlich gewonnen. Und jetzt in dem Fall sind wir hier auf dem Punkt A und müssen hier jetzt verteidigen. Wie gesagt, man kann in dem Fall einen Spawnpunkt wählen, wie man in Anführungszeichen will. Das erste Mal wird man ins Gefecht selbst geschmissen. Da kann man es noch nicht wählen danach, aber wie ihr wollt. Es gibt aktuell rein Tier 10 Gefechte. Auf dem Sandbox-Server habt ihr auch alle Tier 10 Panzer, die es so gibt. Oder Tier 8 Lights, weil das ist ja nicht Patch 9.18. Das heißt, es gibt hier keine 10er Lights und auch die ATU-Arbeitung ist hier noch nicht dabei. Also das ist der große Unterschied, den man natürlich festhalten muss. So, und ihr seht, TVPs sind hier gern gesehene Panzer. So, jetzt habe ich nach 4 Minuten schon geschafft, den ersten Panzer zu verheizen. Das heißt, jetzt habe ich für die nächsten 4 Minuten noch einen einzigen Panzer Rest. Wenn ich den jetzt auch wegballer, dann habe ich ein Riesenproblem, denn dann kann ich erstmal nur zuschauen. Das heißt, man sollte auch ein bisschen mit Köpfchen spielen, also Vorfahren sterben, das geht nicht. Gerade eben perfekt bewiesen. Ich habe zwar ein bisschen Damage gemacht, aber mit den 2 Autoloadern, beziehungsweise der AMX hat auch noch auf mich geschossen, also 3 Autoloadern, war es dann doch einfach zu viel. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, spawne ich mal auf den Punkt C. Und jetzt seht ihr, für 3 Minuten 27 habe ich keinen Panzer zur Verfügung. Das heißt, jetzt ein bisschen vorsichtig spielen. Sollte man zumindest machen. Vielleicht auch noch eins hier, dieser Punkt, in dem könnt ihr euch wieder aufmunitionieren, reparieren und alles drum und dran an Verbrauchsgüter wieder einladen. Das heißt, wenn ihr merkt, hoppala, ganz schön wenig Hitpoints noch left und so weiter und so fort, dann braucht ihr jetzt nicht irgendwie hinten campen, sondern einfach da reparieren fahren und dann geht's weiter. Und der Punkt da oben, der ist sehr begehrt. Da ist nämlich eine super Position, um auf den Punkt C zu schießen. So, der Babox mit seinem 121er, der weiß ganz genau, hoppala, der hat ja einen Blick auf mich. Aber den lasse ich da nicht so schnell weg, weil der will natürlich auch eventuell reparieren. Und das will ich ihm jetzt nicht zugestehen. Aber wie gesagt, immer Köpfchen. Weil ich habe noch 2 Minuten 16, bis der nächste Panzer vorhanden ist. So, jetzt kann ich mich hier ein bisschen... Und jetzt konnte ich hier dem Gegner sehr schön in den Rücken wirken. Perfekt, so soll es sein. Und ihr habt auch gesehen, ich wurde promoted. Und zwar gibt es hier auch verschiedene Ränge, die sind aber derzeit nur Deko. Also die haben keinen Hintergrund, sondern einfach nur, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie läuft es gerade in der Runde. Vielleicht auch so eine eingebaute, sehr verringerte WN8, in Anführungszeichen. Das heißt, man sieht schon, wer ist ein guter Spieler, wer ein schlechter. Oder wer performt gerade zumindest gut. Aber in dem Fall, wie gesagt, rein nichts anderes als Optik. Hat sonst keinerlei Bewandtnis. So, und jetzt habe ich hier diese Position, die sehr interessant ist und spannend. Man muss natürlich jetzt immer auch von hinten aufpassen, dass da nichts hochkommt, wo wir eben hochgekommen sind. Aber derzeit scheint es so zu sein, als ob der Punkt hier gut in unserer Kontrolle liegt. Da kommt der
ein TVP. Oh. Und ein STB. Man muss hier echt aufpassen, weil der Spot hier ist auch sehr, sehr gefährlich. Wie wir sehen, wenn der einmal beschossen wird, dann wird er leicht beschossen. So, jetzt konnten wir den noch rausnehmen. Noch 10 Sekunden, dann dürfte ich in Anführungszeichen sterben. Aber das will ich nicht. Das heißt, ich würde mich gerne reparieren. Aber ich komme hier jetzt auch ganz, ganz schlecht weg. Jetzt signalisiere ich mal meinem Leo, dass ich noch am Nachladen bin. Dem kann ich jetzt gerade so gar nicht helfen. Wie gesagt, ich würde gerne reparieren, aber nach hinten ist der Abhang so steil, dass es nicht klappt. Gott sei Dank interessiert sich der Kranwagen. Ah, nee. Wow. Safe bei Arti. Thanks a lot, Arti. So, und jetzt muss ich aber weg. Komme, was da wolle. Und wenn ich Haken schlage wie so ein Häschen. So, jetzt stellen wir uns einfach so zwischen ihm und Säule, dass ich hier hinterkomme, wohin ich eben wollte. Und jetzt seht ihr gleich, wie das funktioniert. Und ich repariere jetzt eben und munitioniere mich auch wieder auf. Aktuell schaut es sehr gut aus mit meinem Rang hier im Team und meinem Schaden. Bin da recht zufrieden, muss ich sagen, bis dato. Und jetzt sind wir auch wieder so gut wie neu. So, schön. Der 100 hat er verschossen. Und schon ist ein General da. Das heißt, da hat jemand ein sehr gutes Match gemacht. So. Und der hat uns schon sehr gut eingeheizt. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Deswegen jetzt wir reparieren nochmal ganz fein. Allerdings sollte das noch eine Cooldown haben. Genau von 1 Minute 6 in dem Fall. Es gibt aber auch da hinten noch einen weiteren Punkt, der dafür möglich ist zu nutzen. Da hat die Grille gerade schön auf mich verschossen. Aber vielleicht ist es sogar sinniger, hier einfach die 30 Sekunden da noch auszuharren. Keine Chance auf den gerade. Alles nicht meine Kragenweite in der Form, muss man leider gestehen. Woher wusste denn die Grille das noch bitte? Also das war sehr interessant, dass da die Grille so massiv vorgefahren ist, schon eingeämmt auf mich und prinzipiell gefühlt wusste, dass ich da stehe in der Form. Muss man sagen, Chapeau, nicht schlecht.
Und jetzt sehen wir, wir können wieder spawnen, wo wir wollen. Hier drüben, da sind gerade zu viele Leute. Das heißt, da kann man nicht hinfahren oder beziehungsweise nicht spawnen. Man kann aber natürlich rüberfahren. Das geht selbstverständlich. Und eben, jetzt könnte ich wieder zwischen jedem Panzer auswählen. Aber wie gesagt, meine Liebe zum TVP, die gerade so ein bisschen entfacht ist, nötigt mich dazu, den Panzer hier zu picken. Jetzt ist hier der andere Bereich hier unten, der ist gerade rot geworden. Wenn ihr da jetzt noch drin stündet, hättet ihr eine Minute Zeit, da rauszufahren. Man kann aber danach auch wieder reinfahren. Also das ist nicht so, dass man da jetzt nicht mehr in die Zone fahrt oder instant dann explodiert. Dem ist nicht so. Aber der General, der ist verdammt schnell General geworden. Der AMX. Muss man ihm lassen. Ich habe hier auch da zu viel gegen mich, was zu unangenehm ist. Und da ich mittlerweile so ein bisschen die Karte kenne, weiß ich auch schon, wie ich da entkommen kann. Da geht es nämlich hier einigermaßen gut runter. Das heißt, ich schaue jetzt erstmal so ein bisschen, wo sich wie was ergibt. Und jetzt merke ich, hoppala, auch den will ich jetzt nicht mehr weiter haben. Das heißt... Jo, genau so. Das gibt's doch nicht. Das war... mehr Action als nötig und einen STRV von vorne, wo ich ihn nicht gesehen habe, habe mich da jetzt rausgenommen. Jetzt muss ich wieder aufpassen, jetzt wird es nämlich dann wieder so weit, dass ich nicht so schnell sterben dürfte. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Panzer für euch, dass ihr auch seht, ja, man kann wirklich jeden nehmen. Wobei ich hier auf der Karte ganz besonders eher die schnellen Panzer, also die Mediums mag, obwohl ich ja eigentlich sonst schon eher der Heavy-Spieler bin. Aber ihr seht, noch DEF am Start, 6 Minuten, wobei jedes Mal, wenn sie gerade einen Punkt einnehmen, sie wieder 3 Minuten, 3 müssten es sein oder 2, gut geschrieben bekommen. Das heißt also, wenn ihr im Gegnerteam seid oder angreift, nur weil es kurz vor knapp ist, heißt das noch nichts, dass irgendwas entschieden wäre. Also da alle Zeit der Welt in Anführungszeichen. So, jetzt deffen wir einfach mal hier so ein bisschen. Die Karte selbst ist noch nicht final. Also selbst wenn Wargaming den Modus dann als gut erachtet und sagt, jo, der passt, den wollen wir so, dann wird an der Karte definitiv auch noch gearbeitet. Also da jetzt nicht denken, der Modus kommt so zu 100%, nämlich erstmal wird geschaut, ja, kommt der bei den Spielern überhaupt an? Und B, wenn ja, was müssen wir da noch dran machen? Aber ich sag mal so ganz ehrlich, das Feedback, was ich bisher gehört habe und selber auch habe, ich habe noch nie einen Modus gehabt, wo ich 8 Stunden am Stück gespielt habe, ohne gefühlt irgendeine Müdungserscheinung zu haben, muss ich sagen, ist mir da sehr positiv das Ganze dahergehend. So, was kommt da drüben jetzt noch? Erstmal die hier aufhalten, dass die nicht so einfach jetzt auf den Punkt kommen. Und jetzt hat es auch da die Badget erwischt. Und ich habe es geschafft, hier unter die 4 Besten der Ränge zu kommen. Also das ist schon ganz gut, was ist da bisher so in der Runde passiert, muss ich sagen.
Aber wir sehen da drüben, der E-Punkt, da ist ordentlich was los. Da sollten wir auf jeden Fall mal hingucken, um da unser Team ein bisschen zu unterstützen. Oh ja, aber dann nehme ich den Weg durch die Mitte und snack, oder versuche zumindest noch das Objekt zu snacken. Okay, so natürlich nicht. So, jetzt haben sie mir da den Fahrer rausgenommen. Der STB, der Schuft von hinten. Ist auch nicht offen. So, jetzt könnt ihr natürlich weiter wieder auf E rüberfahren. Oder ich denke mir, na hoppala. Das ist mir alles nicht so gerade wohl. Deswegen fahre ich da drüben auf den Punkt und heile mich wieder, beziehungsweise repariere mich. Und falls wir es jetzt nicht sehen sollten, diese 1, 2, 3, 4, 5 in dieser Runde, das sind so große Kanonen und die gilt es für den Gegner eben zu zerstören. Geht von vorne nicht, sondern nur Seite und hinten. Und wenn das passiert, jo, dann wird es ein Lose. Wie gesagt, zwei dürften verloren gehen, beim dritten ist es dann aber auch schon durch. Aber, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, vielleicht schafft es der Gegner noch durchzubrechen, weil sobald der nächste Punkt fällt, können sie nämlich hier hinten auf die letzten drauf fahren. Das sehen wir aber gleich, ob sie das schaffen oder nicht. Auf D sind sie gerade, aber D ist der weitest entfernte Punkt. Und da helfe ich meinem Team lieber hier mal gerade eben. Indem ich daneben schieße. Und ihr seht, der Gegner ist jetzt hier definitiv auf dem Vorwärtsdrang. Natürlich ist der STRV, der Stritzwagen, da gerade wahnsinnig nervig. So, jetzt können wir die Maus da ein bisschen noch ärgern, aber das ist natürlich ein bisschen zu schräg, leider. Und jetzt kommen da noch die Autoloader mit Badget und Konsorten drauf. Und jetzt kriegen sie es natürlich da echt durchgekappt. So, und in dem Fall kann ich jetzt leider nichts mehr tun.
für den Punkt. Ihr seht, ich habe schon wirklich alles getan. Aber sie müssen auch in der Zeit erstmal schaffen, das Ding hier überhaupt einzunehmen. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich mich auch nicht mal mehr reparieren. Deswegen werde ich jetzt versuchen auszuweichen auf darüber noch. Und ich muss jetzt hier auch innerhalb von 40 Sekunden raus, weil sonst sterbe ich eben instant. Aber das sollte alles kein Problem sein. Da haben wir noch genug Zeit. Und wir haben einen Panzer, der das auch von der Geschwindigkeit locker mitmacht. Ja, aber unser AMX, der scheint wirklich gut zu sein. 11 Kills, ist auch sehr beachtlich. Und so schnell wie der General geworden ist, habe ich, glaube ich, das noch nie gesehen, dass das jemand geschafft hat, ehrlicherweise. Jetzt muss ich aber aufpassen, das ist ein sehr exponierter Spot. Natürlich weiß auch der Gegner, wo die Spots sind, deswegen, klar, jeder will so rappen und den Gegner auch davor hindern. Ist ja auch, das ist ganz klar. Wo ist denn das Objekt? Jetzt kommt es über die Brücke. Hat schon aber abgedreht. Jo. So, und jetzt da unten wird auch noch eh eingenommen. Aber da ist so viel an Gegnern. Da kann ich jetzt zwar noch ein, zweimal stören, aber nicht mehr wirklich viel dagegen ausrichten. Und ihr seht's, keine Chance. Der Punkt ist aber mal sowas von durch. Das Pingen bringt gar nichts. Denn da braucht man jetzt nichts mehr vormachen. Den Punkt hat der Gegner mal für sich eingenommen. Und jetzt prall ich auch noch ab in voller Fahrt am Objekt. Ärgerlich. Aber ihr seht, die letzte Minute läuft. Also wenn sie jetzt eh nicht schaffen einzunehmen, dann wäre es das doch noch jetzt gewonnen. Aber ich glaube ehrlicherweise, das wird nichts. Sondern den nehmen sie noch ein. Und jetzt seht ihr, jetzt haben sie 3 Minuten, um es aber zu gewinnen. Und jetzt raus aus der Zone. Und die 3 Minuten, die sind jetzt zwar intensiv, aber ganz ehrlich, 3 Minuten ist verdammt wenig Zeit, um die Punkte einzunehmen. Also das sehe ich recht positiv für uns. So, da musste ich natürlich die Kanone wieder klar machen. Ah, oh, T-57 Heavy. Keine Chance. Da konnte ich nicht mehr weg. Und jetzt versuchen sie natürlich massiv auf 1 und auf 5. Das ist auch so ein Spot, der hier massiv angegangen wird. Da versuche ich mich jetzt mal ein bisschen als verteidigender TD in dem Fall noch. Und da sehen wir jetzt auch dieses Kanonenrohr, muss man ja schon fast sagen, was ich vorher meinte.
So, jetzt komme ich in die Drawing Range vom T-57 Heavy. Das hat nicht gepasst. Aber der mit dem zweiten zielt man besser, wie man so schön sagt. Und hier schaut es jetzt super aus. Also 40 Sekunden. Die müssten wirklich die drei Türme wegknallen wie nochmal was. Und das sollte eigentlich nicht mehr passieren, weil auch hier setzt sich jetzt die Zeit nicht mehr zurück. Also jetzt ist es so, friss oder stirb. Wenn sie es nicht schaffen, schaffen sie es nicht. Auch wenn sie auf der 3 nochmal gehörig für Action sorgen. Aber wir sehen, es hat die 3 zwar weg, aber noch 15 Sekunden nochmal 4000 Hitpoints jeweils von den Türmen wegzuknabbern. Und das ist auf jeden Fall der Sieg. Ein AFK, habe ich gesagt, davon findet man immer noch einige. Da muss man vielleicht noch überlegen, was man in dem Modus gegen die AFK da macht, weil das ist natürlich besonders bei 26 Minuten ein großes Ärgernis. Aber das ist auch schon das Einzige, muss ich sagen, was mich gefühlt hier stört. Sonst, um es vielleicht nochmal ein kleines Fazit von meiner Seite zu bringen, der Modus finde ich wirklich super, er ist motivierend, weil selbst wenn die Runde kurz nicht läuft, man kann den neuen Panzer nehmen und fängt einfach wieder weiter und spielt weiter. Das ist sehr, sehr schön und gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass Wargaming den Modus bringen wird. Ich hoffe, dass ein bisschen noch getweet wird. Aber wie gesagt, dieser Modus ist für mich der erste Modus, der bei Wargaming wirklich Potenzial hat, sehr, 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 sehr gut zu werden. Ja, ihr seht, am Ende gibt es noch eine Battle-Performance. Da sehen wir Assist, Schaden, Kills, bla bla bla, den Teamscore. Und da ist unser General aber mal ordentlich vorgemarschiert mit 27.000, dann 22 und dann bin ich schon auf Platz 3 mit 16.000. Also ich brauche mich da nicht verstecken, das lief auch für mich sehr gut. Und am Ende seht ihr auch nochmal für jeden Panzer eine Einzelauswertung mit XP, wobei aber die Ökonomie meines Erachtens noch nicht gebalanced ist, sondern da ging es jetzt wirklich erstmal ums Spiel. So, dann würde mich mal eure Meinung zu dem Modus interessieren. Ihr könnt gerne mal das in die Kommentare posten. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.